Ist, als ob ich jetzt noch Kinder kriege, liegt bei 50%. Krass, ja, das ist schon so. Das ist zu krass, Gelett. Das ist zu krass. Hallo meine Lieben, willkommen zu unserem zweiten Format. Wir fahren zum René nach Düsseldorf. Wenn ihr dieses spektakuläre Format nicht verpassen wollt, dann bleibt unbedingt dran. So, meine Lieben, wir sind nach 40-minütiger Anfahrt endlich in Düsseldorf angekommen. Wir sind jetzt beim lieben René. Wir wollen euch natürlich diese bewegende Geschichte mithören lassen und mitsehen lassen. Ich würde sagen, wir fackeln nicht lange. Kommt am besten mit. So, wir kommen immer näher. Ich bin tierisch aufgeregt. Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich hier sein darf und konnte sehnsüchtig. Ich konnte echt nicht schlafen vor Aufregung, weil mich dein Thema wirklich so mitgenommen hat, René. Durch den lieben Veysel haben wir den Aufruf gestartet und dazu bist du ja auch dann halt auf uns zugestoßen und hast mir geschrieben. Ich würde gar nicht so lange fackeln und würde sagen, stell dich mal so ein bisschen vor, erzähl uns so ein bisschen über deine Geschichte. Ja, ich bin René, 31, habe letztes Jahr am 16.06. Diagnose Krebs bekommen. Das war 4 Tage vor meinem Geburtstag. Bin morgens wach geworden. Beim Toilettengang hat mir das wehgetan. Und dann habe ich abgetastet. Es war wie so ein Stein, war das schon angefüllt, der Hoden. Aber habe mir dabei erstmal nichts gedacht. Habe dann zu ihr noch gesagt, was das sein könnte. Dann hat sie gesagt, beobachten. Dann bin ich arbeiten gegangen und dann hat es wehgetan beim Arbeiten auf einmal. Ne? Und dann bin ich direkt zum Arzt und dann wurde ich am nächsten Morgen operiert mit Hodenkrebs. Okay. Was für ein Gefühl war das für euch beide, als ihr die Diagnose so gesehen zustande bekommen habt? Ohnmacht. Ohnmacht. Hat einfach das Leben total auf 180 Grad gedreht. Und man denkt so, als wenn Boden unter den Füßen weggezogen werden, ne? Weil du mit sowas halt nicht rechtest. Und auch nie auf den Gedanken kämst, vor allen Dingen, weil er halt auch jung ist. Ne? Und für mich war es grauenvoll, weil ich habe so eine Situation noch nie, Gott sei Dank, miterleben dürfen. Und wusste nicht, was mich erwartet. So. Ganz krass, ja, das ist schon so. Welche Gedanken haben dich geprägt? Wo ich gehört habe, Chemotherapie? Ich hatte Angst. Angst. Richtig Angst, dass ich vielleicht die Chemotherapie nicht verkrafte, ne? Dass ich dadurch vielleicht, ne? Man hört ja viel, ne? Dass man viele dadurch kaputt gehen, also, ne? Dass sie einfach nicht schaffen, kraftmäßig die Kraft aufzuwenden. Und ich habe viel gezweifelt, haben wir zu dem Zeitpunkt noch. Wow. Wahnsinn. Wie wichtig war in der Situation deine Freundin für dich? Ganz wichtig, die war hundertprozentig. Die stand die ganze Zeit zu mir. Also hat die hat alles mit mir durchgestanden. Die ist zu jedem Termin gekommen. Die ist jeden Tag abends, trotz Corona, ist die zur Uni gekommen. Wir sind spazieren gegangen auf dem Gelände. Das war die größte Kraft. Also sie hat mir den Mut gegeben und die ganzen Freunde auch, ne, Familie. Die haben mir alle gesagt, du schaffst das. Und dann habe ich gekämpft. Du hast mir, oder ich meine, du hast in der Nachricht auch geschrieben, dass eine Hode sogar entfernt wurde, richtig? Ja, der linke Hoden. Hat das für dich einen Nachteil im Leben jetzt in der Zukunft, oder? Die Zeugnisse, also ob ich jetzt noch Kinder kriege, liegt bei 50%. Also die Chance ist nur noch 50-50. Also es war so gesehen ein ganz harter Schicksalsschlag dann. Ja. Hattest du in der Zeit, als du die Chemotherapie hattest,
wirklich so schlechte Phasen, wo es dir noch schlechter ging, wo du vielleicht gedacht hast, komme ich hier noch lebend raus oder schaffe ich das? Oder hattest du irgendwelche Selbstzweifel an dir? Nach der Chemo. Also ich war ja eine Woche stationär, da habe ich jeden Tag, war ich 5 Stunden an der Chemotherapie. Und ab dem Tag, wo ich zu Hause war, ging es den Bach runter. Also Magenkrämpfe, ich konnte nichts mehr essen, nur Durchfall, direkt auf Toilette gegangen, abgemagert, nichts mehr an mir dran gewesen. Die Haare sind ausgefallen. Also ich saß abends am Küchentisch, habe mir so über den Bart gerieben und dann sind die Haare einfach ausgefallen. Ja, ich meine, so ein Weg ist ja nicht einfach. Also ich möchte da nicht in der Haut sitzen. Also da habe ich auch den vollsten Respekt dafür, dass du diesen Kampf angenommen hast und dass du ihn gewonnen hast. Wie ist es jetzt zur Zeit für dich? Anstrengend. Ich habe ja einen Job gewechselt. Mhm. Durch die Krebserkrankung habe ich gesagt, ich mache den alten Job nicht mehr, weil da habe ich für die Arbeit gelebt und nicht, ne, keine Freizeit, nicht mehr auf mich geachtet. Da habe ich einen Job gewechselt und ja, ich bin ein Typ, ich möchte draußen arbeiten. Ich mag das, ich liebe das. Aber selbst das ist, ich zweifle an mir, ob das Richtige für mich ist. Einfach weil der Körper macht dicht. Ich schaffe das nicht. Ja. So wie ich das aufnehmen kann, war deine Psyche am Ende. Also ich war zu nichts mehr zu gebrauchen. Einkauf, irgendeine leichte Tüte, Treppe hoch, war nicht möglich. Das ging nicht. Sie musste alles für mich machen. Ich muss erstmal echt Luft nehmen. Eine letzte Frage, die mich wirklich sehr beschäftigt. Ich meine, als Paar ist es ja so, irgendwann vielleicht gerne Kinder haben zu wollen, eigene und so weiter. Wie kommst du mit diesem Thema klar, dass du weißt, hey, vielleicht, vielleicht nicht? Klar, irgendwo wäre es schön auch mal, ne? Ein Kind. 50-50, die Chancen sind nicht hoch. Es prägt schon irgendwo. Ne? Man macht sich Gedanken, was ist, wenn es nicht klappt, wenn wir mal ein Kind wollen. Einen Tag vor der Operation, wo die mir den Hoden entfernt haben, wo die gesagt haben, Tumor, hätte ich Sperma einfrieren lassen können. Aber ich war so in meinem Tunnel wegen der Tumor, Krebs, dass ich das abgelehnt habe. Ich hatte keinen Kopf dazu, jetzt da in so einen Raum zu gehen und dann Sperma einfrieren zu lassen. Das ging nicht. Das konnte ich mit mir. Ich saß 3 Tage saß ich auf der Couch und habe die Wände angeguckt. Fernsehen, alles drumherum, das gab's nicht. Das ist zu krass. Aber irgendwie zeichnet euch das beide aus. Irgendwie finde ich das total cool, dass du so eine starke Frau neben dir hast, die sagt, hey, die Gesundheit meines Partners ist das Wichtige und Priorität und so weiter. Das zeigt auch von ganz, ganz großem Charakter. Also danke einfach, dass es solche Menschen gibt, die so viel noch Wert legen auf das Menschliche und Prioritäten im Leben haben und nicht von vorne auf das andere dann ersetzen oder sonstiges. Und ich denke, ihr ergänzt euch beide sehr, sehr gut. Und mich hat es wirklich zutiefst gerührt jetzt. Also wirklich, also das ging wirklich schon unter der Haut. Und aber nichtsdestotrotz, wir sind da, um jetzt ein schönes Kapitel anzufangen oder versuchen euch ein schönes Kapitel zu geben, vielleicht einen neuen Lebensabschnitt. Und da mussten wir auch nicht lange fackeln. Also für mich hat es sich schon jetzt gelohnt, hier zu sein. Ich freue mich natürlich sehr, sehr auf morgen, weil da ist der große Tag für uns. Aber es hat sich jetzt schon ziemlich gelohnt. Du weißt ja, dass wir morgen den René umstylen werden und dass der René morgen auch endlich wieder seine Haare bekommt und wir versuchen ihm ein neues Ich zu geben. Allerdings bist du für mich auch so ein toller Mensch.
dass wir für dich auch etwas organisiert haben. Eine liebe Friseurkollegin, die liebe Sabrina, wird sich auch morgen zur Verfügung stellen und dir ein Umstyling verpassen. In der Zeit, wo wir den René umstylen werden. Das ist von uns aus auch ein kleines Dankeschön, dass du ihn in der schweren Zeit unterstützt hast und auch seine Kraft warst. Und dafür möchten wir dir auch einfach was zurückgeben. Und ich denke, das hast du dir mehr als verdient. Dankeschön. Das flasht mich gerade so ein bisschen. Ja, vielen Dank. Gerne, gerne. Für dich haben wir auch noch eine kleine Überraschung. Dir hat jemand noch was zu sagen. Hi, René aus Düsseldorf. Es freut mich auf jeden Fall zu hören, dass der Aufruf dir gut getan hat und der Ali dir jetzt helfen kann. Auf jeden Fall, ich wünsche dir viel, viel Erfolg und viel, viel Glück in deinem Leben. Lass es dir gut gehen und schöne Grüße an Ali. Peace. Das ist ja cool. Das ist richtig cool. Ich feiere ihn. Das ist doch schön. Das ist wirklich cool. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, wir werden morgen den Tag noch übertreffen können. Und also ich glaube, ich werde heute auch nicht schlafen können, bin ich ganz ehrlich. Das ist einfach zu krass. Das ist so Wahnsinn. Ihr seid so zwei tolle Menschen. Und ich freue mich ganz, ganz tierisch auf morgen. Und wir haben morgen was ganz, ganz Großes vor. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Gerne, gerne, sehr, sehr gerne. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Wir haben unseren Salon vorbereitet. Wir erwarten sehnsüchtig den lieben René und die liebe Nadine. Wie ihr schon gestern mitbekommen habt, war das wirklich eine ganz, ganz rührende Geschichte und eine ganz rührende Vergangenheit, was dieser Mensch überhaupt alles durchgemacht hat, wie seine Partnerin überhaupt zur Seite stand. Und heute wird es wirklich sehr, sehr emotional. Heute wird ein besonderer Tag für die beiden. Ich möchte unbedingt, dass ihr das mitkriegt und bleibt unbedingt dran. Hi. Hallo. Hallo. Hallo, René, alles gut bei dir? Hallo. Nadine, hi. Hallo. Grüß dich, alles gut? Das habt ihr ja gut hergefunden? Ja. Alles okay gewesen? Ja, ja? Gut. Ich würde sagen, René, wir behalten dich hier. Ja. Nadine, du weißt ja Bescheid. Du wirst gleich draußen erwartet. Und die liebe Sabrina wird dich dann nachher empfangen. Ich erwarte einen freudestrahlenden Lebenspartner, der stolz und glücklich darüber ist, endlich wieder volles Haar haben zu können und sich die schönsten Frisuren stylen zu können und keine Cappy mehr trägt. Meines Umstylings frischen Wind wieder in meinem Haar zu haben, mich wohler zu fühlen und einfach wie ein neuer Mensch. So. So, René, komm mit. Ja. Das wird heute dein Raum sein. Spiegel sind verdeckt. Du wirst dich also erstmal nicht sehen. Und dann würde ich sagen, du kannst zwischen den Gardinen einmal dann durch. So ihr Lieben, jetzt ist es soweit. René ist fertig mit seinem Umstyling. Wir holen ihn jetzt einmal aus der Kabine raus, damit er sich zum ersten Mal mit den vollen Haaren sieht. Ja, ich bin tierisch aufgeregt und würde sagen, wir holen ihn am besten einmal raus. So mein Lieber, ich würde sagen, öffne einmal deine Augen. Boah, was? Geil. Meinst du, die Nadine wird dich gleich wiedererkennen? Nee. Auf keinen Fall. Ich bin tierisch gespannt, wie es sich verlaufen wird. Unglaublich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Da du uns ja darauf angesprochen hast, dass du diesen Moment gerne für einen Antrag nutzen möchtest, haben wir uns überlegt, gleich ein großes Herz mit Kerzen zu gestalten. Hi.
So krass. Du auch. Oh mein Gott, bist du das wirklich? Ja. Also, ja, ich kann das nicht mit Worten beschreiben, das war wunderschön, das Ganze war alles schön. Mir fehlen immer noch die Worte, also die gefällt mir sehr gut. Ich will euch jetzt nicht in diesem Moment stören, aber Nadine, das war noch nicht alles. Der René hat was für dich vorbereitet. Jetzt kannst du gucken. Mega! Ich hätte damit nicht gerechnet. Umso schöner ist es einfach, diese wichtigsten Menschen auch in dem Moment dabei zu haben, weil das für uns alles an Stütze ist. Für uns beide. Und wir so Personen auch gar nicht missen wollen. Krass! Ich mit euch habe ich gar nicht gerechnet. Also erfahren haben wir das am Montag. Und das war einfach nur krass, dass, wie René uns das erzählt hat, was er überhaupt so gemacht hat mit seiner Geschichte und so, ne? Und dann es auch noch Wirklichkeit wurde, haben wir uns mega gefreut. Dennis, lass uns nicht lange warten. Ja? Boah. Ja, mein Schatz. Ich weiß, dass du dir das schon lange wünschst. Wir haben viel durch, so viel wie andere in 10 Jahren. Und deswegen möchte ich dich hier und heute fragen, willst du meine Frau werden? Ja. Ja. Nein, ehrlich gesagt nein, weil ich kenne meinen Lieben, wie ich ihn mal so nett nenne, Fetti. Und ich habe damit nicht mehr gerechnet. Nein, weil er kann auch immer schlecht Überraschungen oder irgendwas für sich behalten, weil ich bin so ein Mensch, ich muss immer alles wissen. Ich quetsche ihn dann immer aus, und aber diesmal habe ich von nichts geahnt und ich hätte auch nicht erwartet, dass er nochmal sowas auf die Beine stellt. Umso glücklicher macht es mich gerade. Ihr seid auch die Trauzeugen, habe ich gehört, ne? Ja. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also wir haben das Ganze, glaube ich, ganz besondere Menschen in unserem Leben, die uns jederzeit zur Seite standen, auch in der Zeit. Mega. Ich danke euch besonders, dass ihr den Weg hier hingenommen habt, dass wir das Ganze so irgendwie dann schön gestalten konnten. Ich hoffe, das war für dich jetzt auch was Schönes und was Besonderes. Auf jeden Fall. Und für mich ist es wichtig, dass ihr ab jetzt wirklich ein neues Kapitel anfängt. Ein neues Leben mit Selbstbewusstsein, Stärke. Und ich denke, dieser Tag ist ein Anlauftag für euch und den müsst ihr auf jeden Fall annehmen. Definitiv. Ja. Wir danken auf jeden Fall nochmal von Herzen. Wir danken euch auf jeden Fall von Herzen. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Und? Dürfen wir? Ja, klar. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Khaled, was soll ich sagen? Wir haben das geschafft, was wir wollten. Wir haben diese Menschen wieder glücklich gemacht. Wir haben ihn diesen Tag, glaube ich, unvergesslich gemacht, und das wird ein Tag für einen Neuanfang, für ein neues Kapitel, und ich drücke denen ganz, ganz doll die Daumen und wünsche mir von den Zuschauern, wenn ihr irgendwelche Menschen habt, die an irgendeiner Vergangenheit, Krankheiten etc. in dieser Problemfälle leiden, meldet euch gerne bei uns. Wir versuchen, gute Taten in die Welt zu bringen, positive Energie zu geben. Dafür sind wir da. Ich danke euch für das Zuschauen. Möge Gott euch das 1000-fache zurückgeben, und wir sehen uns bestimmt bald.